So, dann bin ich wieder, TJ. Und ja, im letzten Video haben wir den ständig mal gerettet vor den Dämonen. Und ja, wir wurden auch, ja, ein paar Dinge mal erledigt. Und jetzt sind wir hier und wir waren auch mit Jugis bitte hier. Und ja, gucken wir mal, was hier weitergeht. Also, schon viel Spaß beim Anschauen, Leute. Bin mal gespannt, was das ist. Sieht militärisch aus. Schräg. Spider-Man, du hast einen Aufklärungspunkt gefunden. Wer ist da? Falsche Frage. Die richtige lautet, kannst du meine Bomben entschärfen? Okay. Der rätselhafte Mann hat in der ganzen Stadt Aufklärungspunkte verteilt. Na dann. Oh, wieder neue Nemission, Leute. War doch irgendwie alle klar, oder? Einheiten. Maskierte Terroristen sind in einem Laster unterwegs. Brauchen Officer by the Yards. Bitte bestätigen. Mach dieser Computer zeigt Bomben im gesamten Viertel. Und sie gehen gleich hoch. Beeilung jetzt! Ja. Und wo sind die? Oh. Mir bleibt nicht viel Zeit. Ah. Okay, die hier wäre geschafft. 400. War da Punkte oder wie? Oh, wow. Halt! Wo ist die letzte Bombe? Okay. Na, an der Perfektion. Oh. What? Egal, das reicht mir. Gute Arbeit mit den Bomben, aber nicht beim Werfen. Du wirfst zu ungenau. Ist das irgendein krankes Spiel für dich? Spiele sind für Kinder. Ich bin Profi und werde auch so bezahlt. Dann verschwendet dein Kunde sein Geld. Manchmal sind Informationen mehr wert als Geld. Und ich habe viel von dir erfahren. MJ, was hast du über Isaac Delaney rausgefunden? Sieh dir das Bild an, das ich geschickt habe. Welcher ist Delaney? Ich weiß es nicht. Vielleicht musst du zur Party, um es herauszufinden. Wie gut, dass ich schon ein Kostüm habe. Ja, da macht er recht haben. Ich weiß nicht, wer der Unbekannte war, aber... Gehemmte Fische, machen wir das mal. Ich will mal... Alle Forschungslabor mal für durchsuchen. Agents hier Zentrale. Wie ist die Lage in Longacre? Der Außenposten wird von Dämonen belagert. Okay. Sobald mal. Ich greife mal lieber ein, bevor noch mehr sterben. Kommt schon! Ihr macht den Tauben Angst! Okay, Sprungnetze. Hast du Anruf von Tante May? Ich habe Miles Mutter gesprochen. Sie wäre gut, wenn er hier anfängt. Die arme Frau trauert selbst. Will aber für ihren Sohn stark sein. Sie braucht einfach mehr Zeit für sich. Was? Und er soll sehen, dass das Leben lebenswert ist. Das war ein sehr fürsorglicher Vorschlag, Peter. Ein Vorschlag, der Ben stolz gemacht hätte. Junge, seid ihr wahnsinnig? Jungs.
Komm schon. Wir wollen euch alle drei einen Punkt haben. Oh. Oh, der Dank in euren Gesichtern ist mehr wert als jedes Dankeschön. Ja, genau. Oder ist das Verstopfung? Na ja, egal. Komm, machen wir das weiter. Jo. Und machen wir mal. Oh. Ah, okay. Ja. Fischi, fischi, fischi. Ja, und klar, bis ich mal am Tag machen muss. Hey Pete, das Labor überwacht die Gesundheit der Meeresbewohner. Wir haben hier jede Menge Medikamente, falls du welche brauchst. Die Folgen der Krankheiten sind... Kein lebendes Wesen sollte so etwas erleben müssen. Okay. Anscheinend haben die Fische eine bakterielle Infektion. Ich kümmere mich lieber darum, bevor die Nahrung verseucht wird. Im Labor gibt es ein antibakterielles Spray, das die Fische heilt. Ich muss es nur auf das Wasser sprühen. Und zwar schnell, bevor die Menschen krank werden. Zuerst zu den Docks. In den Fässern finde ich sicher die Ursache des Problems. Ich muss sie aus dem Wasser holen. So einfach, ja. Wie mache ich das jetzt? So. Ich bin's, der freundliche Müllmann aus der Nachbarschaft. Einfach rausfischen, ja. Die Fässer sind schlauer als die Typen, gegen die ich sonst kämpfe. Komm.
Oh. Warum nicht gleich so? Gut. Ich fahr noch. Wo die Luft rein ist, kann ich in Ruhe sprühen. Echt jetzt? Wenn ich es gleichmäßig verteile, trägt es die Strömung überall hin. Ich muss ein großes Gebiet versorgen. Die Fische verteilen es untereinander. Das ist gut, weil ich nicht so weit rausschwingen kann. Die Wasserströmung zeigt, welches Gebiet ich noch versorgen muss. Mehr Fässer. Auf jeden Fall die Quelle der Bakterien. Ich werde sie vernichten. Das Gute an Fässern, sie schießen nicht auf mich. Oh. Ganz schön anstrengend. Das Schlechte, sie wissen meine Witze nicht zu schätzen. Oh. Ach, da drüben. Alles bereit zum Sprühen.
Kommt schon, ihr Fischchen. Das ist gut für euch. Deswegen hatte ich nie ein Aquarium. Irgendjemand meldet es sicher Jameson als Spider-Man, der Wasserverschmutzer. Okay, ich muss irgendwo meine Flossenfreunde scannen und checken, ob sie gesund sind. Was habe ich da? Alle gesund. Also nach den Maßstäben der Docks. Wir haben einen Ausbruch im Keim erstickt. Nicht leicht für Oscorp, die Vorteile der Station kleinzureden. Ja. Es wird wieder dunkel. Tageslicht, Tag aus, Tag rein. Gibt das schon noch was? Nein, das habe ich schon alles. Außer das hier. Komm, ich habe keine Lust mit Schwingen. Gehen wir schnell dahin. Immer lustig mit den Fans zu reden, ne? Okay. Jetzt holen wir noch dahin. Wow. Bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Okay. Eine Halloween-Party. Muss mich wohl nicht umziehen. Nein, musst du nicht. Oh, vielleicht doch. Warte mal. Ein anderes Kostüm, bitte. Nein. Warte. Wie sehen wir das hier an? Okay. Delaney sieht wie einer meiner Feinde aus. Mal sehen, welcher er ist. Warum so unfreundlich? Ich versuche nur meinen Job zu machen. Sie haben viel zu tun momentan. Okay. Alle tragen Kostüme. Wie ich. Oh. Da hat sich ja mal jemand angestrengt. Dr. Delaney ist hier irgendwo. Ich muss ihn finden, bevor Lee es tut. Okay. Hey, sieh uns an. Wir sind Spider-Bros. Sieh dir meine Moves an. Nee, leck mich. Wow. Im Ernst, ich hatte ganz vergessen, dass Halloween ist. Echt jetzt. Ich
Entschuldigung, sind Sie Dr. Delaney? Spider-Man, mein Nemesis. Dieses Mal kriegst du mich nicht. Oh nein, Rauch. Was soll ich jetzt bloß tun? Das ist ein Ende, Spider-Man! Ach ja. Jetzt hab ich dich! Was soll das? Ich habe eine Woche an dem Helm gearbeitet. Ich muss Dr. Delaney finden. Er läuft irgendwo rum. Wer bist du? Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Klugscheiße. Dein Helm kaputt? Oh, du Armer. Sieht okay. Esst, meine lieben Kinder! Ich kann euch nicht hören! Kaka. Dieser Süßigkeitenwerfer könnte Dr. Delaney sein. Ich muss irgendwie da hoch. Ja. Irgendwie bin ich doch eingekleppt drin. Kaka! Ja, du mich auch. Ich suche Isaac Delaney. Ich glaube, der tanzt gerade. Da ist er. Die Echse mit dem Kittel. Okay. Hey, hier drüben. Schaut mal, da ist Spider-Boy. Ich bin dein Erzfeind, also kämpfen wir. Viel später. Was ist denn Spider-Man? Angst vor meinem mächtigen Dorf? Was bist du? Komm schon. Hey, kämpf! Rein um Spider-Man! Ja! Ach, Scheiße. Hallo, lauf das. Was zum Teufel? Oh, Mist! Auf ihn, Spidey! Yeah. Was willst du? Oh Mann. Echt jetzt. Was für abgefahrene Mucke, ey. Techno. Ja, ich liebe Techno. Das ist ja nicht mein Geheimnis, oder? Immer sachte. Sagen Sie mir, was Sie wollen. Das ist ein Scherz, ja? Die Waffen sind eh nicht echt. Zurück, jetzt! Lass ihn los! Echt, jetzt, Jungs. Kopf unten halten. Oh mein Gott! Verschont uns! Geht's allen gut? Ja. Gut. Fröhliches Halloween. Machen wir's kuschelig. Wohin? Hm.
haben Sie Delaney hingebracht? Also, es kommt wie ein... Da ist Dr. Aber Delaney. Aber ist er blind? Oder taub? Wohin bringst du mich? Wer sind Sie? Sie arbeiten seit kurzem mit jemandem bei Oscorp zusammen. Woher wissen Sie das? Wir haben nicht viel Zeit, Isaac. Sag mir seinen Namen. Oh. Die Show ist vorbei, Lee. Anscheinend ist die Show noch nicht vorbei. Aua. Sein Name. Dr. Morgan Michaels. Hä? Danke. Oh, was? Nein! Echt jetzt? Au. Verschwinde. Das waren alle. Ich muss Lee finden. Hm. Da unbedingt dazwischen gehen. Was hat Lee mit den Leuten getan? Hey. Das wird schon wieder. Oh nein. Der. Alles nur nicht der. Nicht der schon wieder. Oh, falls es hilft, das tut mir echt leid. Vertrauen Sie mir, ist zu Ihrem Besten. Immer reist, folgt mit dir, Rhino. Tja. Was macht er dann?
mit deinem Halloween-Party. Juri, du musst mir helfen. Bei der ESU wurden Schüsse gemeldet. Ja, das war ich. Erkläre ich später. Jetzt musst du einen Dr. Morgan Michaels finden. Martin Lee ist hinter ihm her. Verstanden. Oh ja. Holoköder. Spider-Man, wer ist dieser Dr. Michaels? Ist wohl der Chefforscher dieses Projekts Teufelsatem. Habt ihr ihn gefunden? Ja und nein. Laut Sable steht er unter ihrem Schutz an einem sicheren Ort irgendwo in der Stadt. Aber sie sagen mir nicht wo. Ich dachte, ihr arbeitet zusammen. Dachte ich auch. Okay. Ich denke, ich kann ihn finden. Ich melde mich, wenn es klappt. Na gut. Was machen wir dann so lange? Schöne Anzüge. Oder was Neues. Ah, Geräte. Oh, ganz unten. Ach so. Fertigkeitspunkte wieder ein. Na. Rache. Ich will das hier haben. Bunkerbrecher. Ach ne, das. Ach ne, das hier. Okay. So. Und jetzt. Wir verfolgen. Hey, hast du Dr. Delaney auf der Party gefunden? Ja, aber Lee auch. Oh nein, was ist passiert? Lee hat ihn verdorben und in den Selbstmord getrieben. Das ist schrecklich. Wir müssen den Typen aufhalten. Werden wir. Bevor Delaney starb, gab er Lee einen Namen. Morgan Michaels. Morgan Michaels. Wer ist das? Keine Ahnung, aber ich wette, er arbeitet am Teufelsatem-Projekt. Hast du etwas aus der Teufelsatem-Akte rausgefunden? Wollte Osborn mit Fisk ein Labor aufbauen, ohne die Behörden zu informieren. Ein Geheimlabor? Für den Teufelsatem? Wenn es wirklich so gefährlich ist, kann ich das verstehen. Wo ist das Labor? Das steht nicht drin. Fisk hat in Osborns Auftrag alle Einträge vernichtet. Ich habe nur Rechnungen von Osborns Privatkonto an Fisks Baufirma. Wie ich Fisk kenne, erpresst er den Bürgermeister mit den Rechnungen. Alle Spuren deuten auf Norman Osborn. Zeit, ihm einen Besuch abzustatten. Ich glaube nicht, dass er dir was erzählt. Hatte nicht vor, ihn zu fragen. Ah, gut, dann machen wir das mal. Ja, bevor ich das mache. Hier ist Säbelzentrale. Brauche ein Update aus Devil's Shelf. Over. Verkehrskontrollpunkt Charlie unter Beschuss durch Dämonen. Ja, bevor ich das mache, mache ich einen kleinen Cut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja. Ich mach mal Schluss heute und machen wir uns dann unwissend und kleiner wieder. Also bis dann. Ciao, ciao, Leute.